Hello, I'm John Bryant. Hello. One scoop of chocolate on waffle cone. I like ice cream, and these are some of the things I do off the court. Eis essen, durch die Stadt schlendern, so sieht man John privat. Und nirgends ist er zu übersehen, immer ein Hingucker. Alleine seine Schuhe Größe 54 werden immer mit großen Augen angestarrt. John nimmt das mittlerweile locker, als Kind war das aber nicht ganz so einfach für ihn. It's difficult at times, but you find the good in. Manchmal ist es schwierig, aber man findet das Gute in dem, was einem gegeben wurde. Meine Gabe ist die Größe und die nutze ich, um für Geld Basketball zu spielen. Aber als kleiner Junge war ich schon manchmal ein Außenseiter, weil ich größer war als alle anderen. Johns jüngster Bruder teilt sein Schicksal. Er ist 12 und überragt auch schon alle Klassenkameraden. Und wie der große Bruder John möchte auch er entweder Basketballer oder Baseballspieler werden. Die Sportbegeisterung liegt bei den Bryants einfach in der Familie. Meine Mutter hat sich immer im Sport engagiert. Sie war 12 Jahre lang Präsidentin der Fußballliga und 13 Jahre lang Präsidentin der Baseballliga, in der wir gespielt haben. Und sie war auch immer beim Basketball dabei und hat mich zum Training gefahren. Abseits vom Spielfeld ist John von der Ulmer Innenstadt begeistert. Er ist zum ersten Mal in Europa und kann kaum glauben, wie geschichtsträchtig hier alles ist. Hier gibt es Dinge, die älter sind als unser ganzes Land. Und hinter mir steht die größte Kirche der Welt und ich bin ein großer Kerl. Das ist eine nette kleine Übereinstimmung. Es ist einfach lustig, dass sie hier steht. Und der Spaß vergeht schon auch nicht, als er die über 700 Stufen im Ulmer Münster hochsteigt. Auch wenn es ein bisschen eng wird für den 2,11 Meter Mann. Von oben zeigt er uns dann, welche Restaurants er in Ulm schon besucht hat. Coleman hat letztes Jahr schon hier gespielt. Er kennt alle Lokale. Ich folge ihm deshalb, weil er weiß, wo die guten Restaurants und so sind. Das mache ich gern. Wenn Kollege Coleman aber mal keine Zeit hat, dann hat John immer noch seine Freundin Casey. Sie ist vor 6 Wochen mit ihm nach Ulm gezogen. Es ist auf jeden Fall einfacher, jemanden hier zu haben. Das ist angenehm. Ich kann mit ihr reden, sie kennt mich und kann mir helfen, wenn es mal nicht so läuft. Mit der Unterstützung kann die Saison für John ja nur erfolgreich werden. Und sein Lebensmotto, Be Happy, versucht er selbst jeden Tag umzusetzen. Those are some of the things I do off the court. Now I'll see you on the court.